Paris. Hier wurden im Oktober mehrere Millionen Euro für die Aufnahme von Flüchtlingen versprochen, für bessere Unterbringung, medizinische Behandlung, Integration. Das Bistro Syrien im Norden von Paris, eine Anlaufstelle für syrische Flüchtlinge. Omar Enaï ist Mitglied vom Verein Freiheit Syrien. Die ersten Demonstrationen 2011 in Paris wurden hier mitorganisiert. Seitdem hat sich aber viel verändert. En 2013, les gens affirmaient la liberté. La Syrie était libre. Et ici, on est plus dans la demande. Il y a un changement de philosophie et il y a un peu moins d'espoir. Oma kommt oft hierher, um mit Flüchtlingen zu sprechen. Nasser Ed zum Beispiel, dessen Familie noch immer in einer von Daesh kontrollierten Region ist. Seine Aufenthaltsgenehmigung, sagt er, hat er nur dank persönlicher Kontakte bekommen. Die Integration in Frankreich sei schwieriger als in Deutschland. Sicher, Flüchtlinge bekommen auch in Frankreich finanzielle und soziale Hilfe von Staat und Verbänden. Doch darüber hinaus hinkt es. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de choses qui sont mal faites. Finalement, sur le terrain, on n'a pas vu d'accueil spécifique pour les Syriens, ni d'efforts spécifiques aussi pour ces réfugiés. Ganz anders die Merkel-Flüchtlinge, wie sie hier in Frankreich genannt werden. Sie wurden als Entlastung im September von der Hollande-Regierung mit Bussen aus Deutschland abgeholt. Bevorzugte Flüchtlinge, die schneller als alle anderen Unterkunft und Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Ein Merkel-Flüchtlingslager in Cergy. Hier wurden knapp 100 Flüchtlinge untergebracht. Ali Tarabian gehört zu ihnen. Als er hier ankam, sagt er, gab es mehr Journalisten als Flüchtlinge. Deutschland nehme die Flüchtlinge aus humanitären und wirtschaftlichen Gründen auf. Frankreich reagiere nur auf den Druck von Angela Merkel. Ali bereue es bis heute, in den Bus nach Frankreich gestiegen zu sein. Die Flüchtlingssituation hat sich nach den Attentaten in Paris weiterhin verschlechtert.